Okay, Google, welche Fragen stellen Leute online über ruhige Menschen? Ruhige Menschen stehen oft daneben, anstatt sich einzumischen. Sie geben den Ton nicht vor, wenn sie mit einer Gruppe unterwegs sind. Sich in den Vordergrund zu drängen, kommt ihnen nicht mal wirklich in den Sinn. Nun könnte man meinen, das macht sie beliebt. Zurückhaltung kann ein Zeichen von Mäßigung und Bescheidenheit sein. Ist das nicht etwas, wovon unsere Gesellschaft mehr gebrauchen könnte? Stattdessen müssen die stillen Menschen damit rechnen, dass ihre Art andere abschreckt. Was lauert da nur unter der Oberfläche? Wieso macht da jemand im Zeitalter von Social Media und Selbstdarstellung nicht mit? Hat er etwas zu verbergen? Ist sie irgendwie krank? Halten die sich etwa für was Besseres? Manchmal ist Zurückhaltung die Folge von Angst oder Schüchternheit. Aber wer das jedes Mal erwartet, wenn er einen ruhigen Menschen trifft, der wird auch wiederholt falsch liegen. Denn manche Menschen sind von Natur aus nicht darauf aus, viel zu reden oder den Mittelpunkt zu suchen. Manch einer steigt auch bewusst aus den Verhaltensweisen aus, die ihn an der Gesellschaft stören. Was macht es mit einem Menschen, der sich mit seiner eigenen Art eigentlich wohlfühlt, wenn ihn alle fragen, ob er krank ist, ob er etwas zu verbergen hat, ob mit ihm etwas nicht stimmt? Stille Menschen sehen sich mit derselben Frage konfrontiert wie jeder, der von der Norm abweicht. Stampfe ich das Besondere an mir ein und verstecke es unter einer Schicht Verträglichkeit? Oder bin ich bereit, meine Identität zu verteidigen? Auch auf Kosten von Ablehnung, Ausgrenzung und Argwohn. An dieser Stelle folgt jetzt gewöhnlich der Rat, auf keinen Fall hinter einer Maske zu leben, um anderen zu gefallen. Aber oft klingt das so übertrieben einfach. Als wenn diejenigen, die aus Selbstschutz noch eine zweite Persönlichkeit griffbereit haben, einfach nur mal klarkommen müssten. Ich wünsche mir für alle ruhigen Menschen, dass sie diejenigen finden, die sie so akzeptieren, wie sie sind. Aber wenn das heute noch nicht der Fall ist, dann ist es auch okay. Wenn du es heute nur durch den Tag schaffst, wenn du dich etwas aufgedrehter, redefreudiger und optimistischer gibst, dann wünsche ich dir dabei viel Kraft. Dass diejenigen, denen diese etwas lautere Art nicht liegt, nicht auf Dauer schauspielen können, ist aber auch klar. Ein stiller Zeitgenosse zu sein, kommt nun mal mit Herausforderungen daher. Je früher wir lernen, diese Herausforderungen möglichst authentisch zu meistern, umso zielstrebiger gehen wir auf eine Zukunft zu, in der uns komische Blicke und blöde Sprüche nichts mehr anhaben können. Meiner Erfahrung nach kann ich aus der ruhigen Art eines Menschen herzlich wenig über den Rest seines Charakters ablesen. Das geht mir aber mit Selbstdarstellern nicht anders. Auf den ersten Blick ist mir kein Mensch vertraut. Was ich aber auch erlebt habe, fast immer lohnt es sich, sich mit den anderen Menschen in Ruhe zu begeben, abseits einer Unterhaltung zu führen, Treffen in die Natur zu verlegen, auszutesten, wer wir sind, wenn gerade keiner zuschaut. Denn nur so finden wir wirklich heraus, mit wem wir es zu tun haben.